Thema ist mobile Business-Informationssysteme und wie das so ist, ist natürlich ein bisschen technologisch und gleichzeitig auch ein Business-Impact. Welche Anforderungen trifft man denn da so an vom Unternehmen? Die Anforderungen sind halt so, dass oft die Geräte nicht standardisiert sind, also es gibt halt sehr viele verschiedene Geräte mit sehr vielen verschiedenen Eigenschaften und dann kommt halt schnell die Frage, ja, worauf soll man optimieren, also gehen wir davon aus, wir haben ein Touchscreen, haben wir eine Tastatur, haben wir nur die 10er Tastatur des Handys, haben wir ein Display, das halt irgendwie 400 mal 800 Pixel groß ist oder nur 160 mal 320 oder weiß ich was. Da ist sehr viel Unsicherheit, weil in dem Bereich halt nicht standardisiert war. Ausnahme sind natürlich die ganzen BlackBerry-Firmen, die haben ihre Geräte, aber da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele unterschiedliche Bedienkonzepte. Und ja, das System ist halt viel geschlossener, das ist jetzt weniger spannend natürlich für uns. Außer man geht auf Webtechnologie, dann geht es natürlich wieder weiter. Ist eh die Frage, macht man eine lokale Applikation, also eine iPhone-Applikation oder eine mobile Java-Applikation oder geht man auf HTML-Browser-Technologie zurück? Das ist so die Grundidee, oder? Vielleicht um dort einzuhaken, native Applikation versus mobile Applikation. Was sind so die Vorteile und Nachteile von diesen zwei? Wenn man auf eine lokale Applikation geht, ist klar, dass das Handy entsprechend die Voraussetzungen bieten muss. Also eine iPhone-Applikation, wie der Name sagt, läuft halt auf dem iPhone. Damit hat man eine Benutzergruppe, die klar ist, was das Gerät kann und was es tut. Das ist einfach für diese Benutzergruppe, man hat halt nur die. Der zweite Schritt wäre dann mobiles Java. Das ist das, was wahrscheinlich auf den meisten Geräten funktioniert. Da wird man den größten Teil der Leute abholen. Aber so eine Installation ist halt für einen Durchschnittsbürger wahrscheinlich noch immer zu kompliziert. Auch da hat Apple natürlich mit dem iPhone Store hat da natürlich Maßstäbe gesetzt. Alle anderen Applikationen konnte man auch schon installieren, aber Jar-Files und so sind nicht so der übliche Begriff für Normalanwender. Damit kann man aber sehr viel natürlich an lokaler Intelligenz benutzen, also Zugriff aufs Adressbuch des Mobiltelefons selber, Zugriff auf Hardware, also sei es ein GPS-Empfänger oder andere Dinge, Bluetooth, die ganzen Geschichten, die sind halt dann vor allem für diese lokalen Applikationen sinnvoll. Alle Informationen, die man nur vom Server holt, ist natürlich HTML genauso gut. Die Dinger können JavaScript, also man kann da schon ein bisschen Intelligenz auch auf dem Endgerät machen. Nur da sind die Unterschiede natürlich enorm zwischen den Geräten. Und sogar innerhalb von Firmen, wo man meint, die Browser seien jetzt die gleichen, ist das natürlich nicht so. Der eine kann das, der andere das. Da gibt es aber eine ganze Datenbank, die einem im Prinzip solche Informationen, also welches Gerät hat welche Auflösung, welche Eigenschaften, welche JavaScript-Funktionen funktionieren, die kann man sich im Prinzip beziehen. Und damit auf das Gerät spezialisierte Frontends vom Webserver ausliefern. Jetzt, wie du richtig angesprochen hast, ist ja Standardisierung ein Riesenthema für Unternehmen. Eben wie du gesagt hast, mobile OS, da ist so ein Riesenkluft im Prinzip. Wie sieht es denn mit Schnittstellen aus? Gerade im Enterprise-Umfeld ist es natürlich wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel aus einem ERP heraus oder aus einem CRM-System die Daten bekomme. Ja. Ist schlussendlich die gleiche Frage, oder wenn ich ein Microsoft-basiertes IT-Strategie habe und ich habe Microsoft-Endgerät, also mit Windows Mobile drauf, dann habe ich da halt über die Synchronisierung Möglichkeiten, die jetzt mit HTML oder mit Web-Technologie nichts zu tun haben, aber da kann ich Daten austauschen auf einem relativ kontrollierten Weg. Aber dann ist klar, ich habe Windows Mobile als Betriebssystem und damit entsprechend auch die Geräte, die dafür zuständig sind. Schnittstellen sonst, also gibt ja dann zwei Arten von Schnittstellen. Wir haben die lokalen Schnittstellen auf dem Gerät, da kann man eben die ganzen Bluetooth-APIs, die Zugriffe auf die Daten, die auf dem Handy sind, die sind soweit standardisiert, das ist nicht wirklich das Problem, solange man in diesem Java-Mobile-Umfeld ist. Das funktioniert. Und der Rest, was jetzt serverseitig passiert, da ist man ja wieder komplett frei. Also wenn wir wieder von einer klassischen Webanwendung ausgehen, da spielt es ja dann keine Rolle, weil nach vorne gebe ich HTML raus und woher das kommt, das ist
nicht abhängig, ob ich jetzt das auf einem mobilen Gerät anzeige oder nicht. Also ist das, die Schnittstellenthematik ist nicht, wenn ich nicht auf lokale Hardware oder lokale Informationen auf dem Handy zugreifen muss, ist eigentlich kein Thema, was im mobilen Umfeld anders ist als im normalen Webanwendung. Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich stelle mal eine These auf. Stabilität der Applikation, gerade auch was Wartung angeht, ist ein großer Faktor für Unternehmen und für mobile Applikationen dann insbesondere. Ja, also auch da wieder unterscheiden, wenn ich was lokal programmiere, halt eine mobile Java-Anwendung habe, dann ist natürlich bei jedem neuen Gerät, das auf den Markt kommt, muss ich das im Prinzip wieder testen, ob das jetzt noch alles funktioniert oder nicht, weil diese Standardisierung, die gibt es nur in der Theorie, das ist wirklich von Gerät zu Gerät verschieden und da würde man sich in einer heterogenen Landschaft oder für das nicht betriebliche Umfeld, wo man überhaupt nicht im Griff hat, was für Geräte es sind, ist das halt sehr aufwendig, je nachdem wie nahe man an die Peripherie geht. Darum, während je größer der Bereich der zu unterstützenden Geräte ist, desto eher würde ich auf eine Webanwendung gehen, wo ich halt nur den Browser habe und da habe ich die stabileren Eigenschaften als bei der Hardware selber auf dem Gerät. Man spricht dementsprechend von einem Mobile Web 2.0. Ja. Jetzt auch hier wäre die Frage im Kontext von Unternehmen. Können Unternehmen mit der konstanten Betaisierung, die im Web 2.0 als Prinzip dort gilt, überhaupt umgehen? Das glaube ich eher nicht, weil Unternehmen haben natürlich die Tendenz, etwas fertig zu machen und erst dann zu benutzen. Das ist schon so. Wenn es nur im internen Kontext ist, dann spielt es ja eigentlich auch keine Rolle, ob man das jetzt als Beta bezeichnet oder nicht, weil es hat einfach einen Reifegrad und wenn ich das ja für mein Unternehmen mache, kann ich ja dem sagen, wie ich will, weil mit der ganzen Beta-Geschichte will ich ja zeigen, da geht es weiter. Das ist aber eher eine Marketing-Geschichte oder allenfalls noch eine rechtliche Geschichte, dass man nicht behaupten muss, es sei jetzt fertig und funktioniere. Das glaube ich aber im internen Kontext spielt das keine Rolle, wie ich dem Ding sage oder ob das jetzt eine Beta-Version ist oder eine fertige. Weil wenn ich sie im Unternehmen ausrolle, dann ist sie da für die Benutzer und ich glaube dann muss es einfach so funktionieren, dass der Anwendungszweck erfüllt werden kann, weil ja, sonst hat es keinen Wert fürs Unternehmen. Vielleicht mal ganz kurz in einem bisschen technischeren Blick darauf zu werfen. Gibt es eine Art serviceorientierte Architektur für mobile Applikationen oder ein ähnliches technisches Framework? Ja. Die SOA-Architektur basiert ja ist ja auf der serverseitigen Ebene zu finden. Und weil ich ja vorne jetzt in diesem Kontext von einem Browser ausgehe, der auf diese Informationen zugreift, ist ja der Unterschied zum normalen Web, zur normalen Webanwendung nicht gegeben. Der Unterschied ist die Leistungsfähigkeit des Browsers und die Größe des Bildschirms und die Art der Interaktion, also Tastatur, Touchscreen und so weiter. Aber an der Zusammenstellung der Services, an der Orchestrierung, an den ganzen Datenquellen ändert sich im Prinzip nichts. Also ich kann damit den ganz normalen Ansätzen, wie ich sie bei sonstigen Webanwendungen benutze, kann ich da arbeiten. Also es ist kein Unterschied für mich, ob ich dann vorne ein mobiles Endgerät habe oder nicht.